Neuer Tag, neues Testvideo und damit herzlich willkommen auf dem Atzenberger Online-Kanal. Wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut. Denn heute habe ich nochmal etwas von Johnny Rancher besorgt. Und zwar haben wir diesmal die Johnny Rancher Gummis in der sauren Variante. Ja, und wer Johnny Rancher nicht kennt, das ist eine sehr bekannte Firma aus Amerika, die Fruchtgummis herstellen. Die sind da bekannt für ihren intensiven Geschmack, habe ich gelesen. Ich habe ja auch selber schon zwei Sorten von Jolly Rancher getestet, in meinem Video Nummer 377 und 394, die sich auch hier auf dem Kanal befinden. Für die Leute, die nicht kennen, schaut da mal rein und dann werdet ihr wahrscheinlich derselben Meinung sein wie ich, dass diese Marke absolut genial ist. Ja, ich hoffe, das setzt sich jetzt hier mit dieser sauren Sorte fort. Die werden wir jetzt gleich natürlich sofort auspacken und probieren. Wir haben eine 99 Gramm Packung bezahlt, habe ich dafür 2,49 Euro und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Gut, so viel zu den Fakten. Dann würde ich sagen, wie immer, wir öffnen jetzt sofort unsere Packung und probieren natürlich den Inhalt. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist jawohl, der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. Na, so, jetzt aber. Da sind sie. Nice. Okay, so wie immer. Ich sortiere mal ein wenig und dann geht's los. So, da geht's weiter. Wir machen es jetzt einfach wie beim letzten Mal. Ich habe jetzt einfach von jeder Geschmacksrichtung mal ein Fruchtgummi hier auf die Verpackung gelegt. Wir werden von links nach rechts alle durchprobieren und dann schauen wir mal, ob die genauso lecker sind wie die letzten Jolly Rancher Sorten, die wir hier hatten. Also das Erste, was mir auffällt, die sind schon mal etwas kleiner, aber das muss ja nichts bedeuten. Wir beginnen jetzt mit dem ganz linken, das ist die Wassermelone. Zack, da ist sie. Okay, ich probiere. Achso, Moment, ich habe natürlich wieder die Konsistenz vergessen. Die sind ganz weich, wie ihr sehen könnt. Und die sind hier so mit so einem ja, sauren Zucker bestreut. Ich probiere jetzt mal, mal gucken. Boah, riechen tut schon wieder super. Und ich beiß rein. Mhm. Da schaut immer innen, sind die so Gelee-artig so ein bisschen. Mhm. Aber was soll ich sagen? Mhm. Direkt der erste Biss. Wieder super. Direkt mega intensiver Wassermelonengeschmack, Knaller, nicht zu sauer, genau richtig würde ich sagen, also der erste ist schon mal wirklich absolut genial. Dann geht es weiter mit Kirsche, auch den probieren wir, auch super lecker, also wie schon beim letzten Mal. Für mich die beste Fruchtgummisorte, die es momentan gibt, Jolly Rancher. Da geht nichts drüber. Aber ist natürlich auch nur mein persönlicher Geschmack. Wir probieren den nächsten. In dem Fall Zitrone. Mhm. Auch hier mega. Total intensiver Fruchtgeschmack. Mhm. Super. Auch perfekt. Dann geht es weiter mit der Blaubeere. Dann sind wir schon fast durch. Mhm. Ja, auch der super, mega. Aber ich sag ja, wenn ihr diese Sorten nicht kennt von Jolly Rancher, ihr müsst ihr unbedingt mal probieren. Also dieser Geschmack, der da rauskommt, das ist wirklich der Wahnsinn. So, und jetzt der, auf den ich mich am meisten gefreut habe, das ist die Apfelsorte. Mhm. Ja, auch hier, was soll ich sagen, absolut genial. Okay, dann sind wir schon durch. Dann zeige ich euch jetzt nochmal die Verpackung mit den Nährwerten und den Zutaten für die Leute, die sich dafür interessieren. Und dann gibt es meine Bewertung. So, das war die Verpackung. Dann gibt es jetzt mein Fazit zu dieser Sorte und das sieht folgendermaßen aus. Es kann natürlich nur eine Wertung dafür geben und das ist der dreifach Daumen nach oben, ganz klar. Super lecker, absolute Kaufempfehlung. Müsst ihr unbedingt probieren, wenn ihr Jolly Rancher noch nicht kennt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ja gut, es gibt einen kleinen Kritikpunkt, beziehungsweise zwei. Wollte ich eigentlich erst einen Daumen für abziehen, aber weil die so lecker sind, habe ich das dann doch nicht übers Herz gebracht. Einmal natürlich der Preis, 2,49 Euro. Für 99 Gramm ist natürlich nicht gerade günstig. Und das zweite von meiner Lieblingssorte von Apfel waren jetzt nur zwei Stück dabei. Gut, das fand ich jetzt ein bisschen schade. Mag natürlich auch Zufall sein, aber von den anderen waren jeweils vier oder fünf drin oder mehr noch teilweise. Und wie gesagt, von Apfel nur zwei. Naja gut, okay. Ist halt so.
Ihr könnt mir gerne dazu was in die Kommentare schreiben, ob ihr schon irgendwas von Jolly Rancher gegessen habt. Kennt ihr vielleicht diese Sorte? Seid ihr genauso begeistert wie ich? Oder sagt ihr zu teuer? Lohnt sich nicht? Oder was auch immer. Ihr wisst genau, ich lese alle Kommentare und antworte natürlich darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, mein kleiner Test hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ganz besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn ihr mögt, schaut doch auch morgen wieder bei mir auf dem Kanal vorbei, denn ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.